Jürgen Gosch inszenierte im Jahr 2008 Anton Tschechows Stück Die Möwe am Deutschen Theater in Berlin. Und man merkt der Inszenierung auch im Jahr 2015 keine Ermüdungserscheinungen an. Sie wirkt frisch und unverbraucht. Gosch verzichtet auf alle Elemente, die die Aufführung zu einem sogenannten Event machen könnten. Es gibt keine technischen Besonderheiten, keine aufwendigen Musik- und Lauteinspielungen, keine überraschenden Lichteffekte. Auf einer schmalen Vorbühne, die vor die eigentliche Bühne gesetzt ist und von dieser durch eine schwarze Wand abgetrennt, spielt das Ensemble sehr unaufgeregt und sehr exakt mit wenigen Requisiten. Und gerade dieser Verzicht auf alle Effekte macht diese Aufführung dann fast doch zum Event. Gosch vertraut auf den wunderbaren Text von Tschechow und auf das Können seiner Spielerinnen und Spieler. Von ihnen spielt niemand einen anderen an die Wand. Alle verkörpern gleichermaßen souverän ihre Rollen. Ein Glücksfall. An manchen Stellen ist die Darstellung so vollendet, dass man die Kunstform des Theaters vollkommen vergisst. Aber wir werden immer wieder an das Theaterspiel erinnert, denn die Spieler spielen sich das Stück gewissermaßen selber vor. Wer keinen Auftritt hat, sitzt hinten an der Wand auf einer Bank und verfolgt als Zuschauer aufmerksam die Aufführung. Dieses Theaterspiel im Spiel passt sehr gut in die Vorlage, denn ein Hauptstrang des Inhalts ist ja die Auseinandersetzung mit Kunst, mit Literatur, mit Theater. Wir sehen den erfolgreichen Schriftsteller Boris, der gar nicht weiß, was er ist und will. Und den weniger erfolgreichen Konstantin, der um seine Existenz vergeblich kämpft und an dem Kampf um Kunst und Literatur letztlich scheitert. Eine Teilschuld an seinem Suizid trägt seine Mutter Irina, eine erfolgreiche Schauspielerin, deren Tun und Denken sich egoistisch ums eigene Sein und Wirken dreht. Die junge Frau Nina entflieht der Enge ihres reichen Elternhauses und wird Schauspielerin, mehr schlecht als recht. Sie hinterfragt ihr eigenes Tun kritisch, als der Erfolg ausbleibt. Für eine Veränderung ist es da aber schon zu spät. Dies alles sind ernste, traurige, gar tragische Elemente und Konflikte in Tschechows Stück. Es gibt aber auch die von Gosch deutlich betonten komödiantischen Szenen, in denen deutlich wird, wer wen unglücklich liebt, weil das Ziel der Begierde jeweils ein anderes Ziel hat. Die Liebeserwartungen werden allesamt nicht erfüllt. Das Komische ist lediglich ein Mittel, das Tragische zu ertragen. Das alles spielt, wie wir es aus anderen melancholischen russischen Stücken kennen, auf einem russischen Landgut, weit weg von Moskau und anderen Städten. Hier treffen sich die Figuren des Stücks regelmäßig im Sommer, soweit sie nicht selbst auf dem Landgut wohnen. Und sie langweilen sich heftig miteinander. Erfüllung des Lebens findet nur in den Köpfen als Vorstellung statt. Es gibt zum Schluss nur Applaus für das gesamte Ensemble. Auf Einzelapplaus wird verzichtet. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Denn die Aufführung lebt nicht von der Größe einzelner Spiele, sondern vom Miteinander. Corinna Harfuch ist die ältere Schauspielerin Irina. Ihr KZ spielt Konstantin, ihren an der Kunst und am Leben scheiternden Sohn. Christian Grashoff, ihren alten und kranken Bruder.
Kathleen Morgeneier ist Nina, die Tochter des reichen Gutsbesitzers. Mascha, gespielt von Maike Droste, ist unglücklich verliebt in Konstantin. Sie wiederum wird vom Lehrer, verkörpert von Christian Franken, geliebt. In ihrem Unglück heiratet sie ihn sogar, was das Leben aber nicht glücklicher macht. Alexander Kuon spielt den Schriftsteller Boris. Er ist der Geliebte Irinas, liebt seinerseits aber auch Nina. Abgerundet wird das Ensemble von Peter Pagel als Arzt, von Bernd Stempel als Gutsverwalter und von Simone von Sklinitzky als dessen Frau. Wer den Eindruck hat, das alles sei denn doch sehr verwirrend, möge sich die Möwe auf der Bühne ansehen, wenn möglich im Deutschen Theater Berlin. Dann erschließt sich sicher viel mehr. Theater. Viel geweint und viel gelacht, viel nachgedacht und selbst gedacht. So soll es sein.